TLZ aktuell. Heute mit dem Fabio Amsler. Das ist das letzte TLZ aktuell von dieser Woche. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung. In Uster sind fürs Wochenende Demonstrationen von den Massnahmenkritikern geplant. Nachdem es in Bern zu Ausschreitungen gekommen ist, will man sich jetzt in der drittgrössten Stadt im Kanton Zürich versammeln. Die Stadt Uster hat die Kundgebung vom Samstag bewilligt und rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern. Lukas Nisble. Nach Bern soll es das Wochenende zu Uster weitergehen. Am Samstag gibt es auf der Bündwiese eine bewilligte Kundgebung von Corona-Massnahmenkritikern. Es wäre bereits die zweite in der drittgrössten Stadt vom Kanton Zürich. Doch an der letzten Kundgebung im Juni haben nur 150 Personen teilgenommen. Durch die vielen Aufforderungen von verschiedenen Gruppierungen, die auf Social Media kursieren, können sie am Samstag schnell zu mehreren tausend Teilnehmenden werden. Die Kundgebung ist von der Stadt Uster vertreten durch die Stadtpolizei Uster bewilligt worden. Allerdings mit Auflagen wie Routenführung, Zeitplan und Start und Ziel der Kundgebung. Die Situation wird laufend analysiert, wie der Polizeikommandant Andreas Baumgartner sagt. Die Polizei steht in fortlaufendem Kontakt mit den Veranstaltern. Wir von der Polizei rechnen grundsätzlich mit einer friedlichen Kundgebung und einem friedlichen Anlass. Die Polizei wird aber mit einem adäquaten Aufgebot vor Ort sein, um die Sicherheit bestmöglich gewährleisten können. Letzte Woche zu Winterthur sind mehrere tausend Massnahmenkritiker durch die Altstadt gezogen. Die Polizei hat in vereinzelten Fällen dazwischen greifen. Zu Winterthur war auch der Verein Massvoll, der das Ziel hat, eine schnelle und bedingungslose Wiederherstellung der Grundrechte. Und dass der verrückte Zwang endlich weggeht, wie der Cisim Zimberi von Massvoll sagt. Das Ziel ist einfach, der Bevölkerung zeigen oder generell der Regierung zu zeigen, hey, wir sind nicht einverstanden damit, weil es heisst immer, wir sind wenige, aber nein, wir sind nicht wenige, es sind sehr viele. Und das ist auch das Hauptproblem, warum zu wenig aufstehen oder zu wenig ihre Meinung sagen. Die ganze Kultur, wo um Corona gegangen ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr ungewohnt. Und vor allem wird man gerade runtergemacht, wenn man eine andere Meinung dazu hat. Und ich denke, dadurch auch aus Angst sagen viele die Meinung nicht.